Wenn in der tiefen Langeweile alle Geborgenheit zusammenbricht und das Seiende seine Unauffälligkeit, Vertrautheit und Verlässlichkeit preisgibt, dann entspringt die Frage, aus der wir uns innerhalb der Philosophie nicht zu antworten fortschleichen können. Die Frage, in der uns in einer Art von Erschütterung, Verlegenheit und Bestürzung die rätselhafte Faktizität des Seienden aufgeht und die nicht der Anfang, sondern das Ende, weil die unüberschreitbare Grenze der Philosophie bedeutet, nämlich die Frage, warum ist überhaupt Seiendes? Herzlich willkommen bei Alpha Centauri. Heute wird nichts an die Tafel geschrieben. Heute gestikuliere ich auch nicht im Studio rum. Das ist nämlich die 200. Sendung. Und wir haben uns gedacht, da machen wir mal was Besonderes. Da machen wir mal eine richtige Vorlesung über ein Thema, das zu den tiefsten philosophischen Fragen gehört, die man überhaupt stellen kann. Die Frage, warum ist nicht nichts? Das ist eine Frage, die früher tatsächlich nur in der Philosophie auftauchte. Ich werde dann nachher noch was von Leibniz und Schelling dazu vorlesen. In der Physik ist diese Frage tatsächlich inzwischen auch eine bedeutsame Frage geworden, weil sie nämlich die Frage stellt nach dem Anfang. Nach dem Anfang aller Dinge. Nach dem Grund dafür, dass das Universum sich überhaupt in seine Existenz hineingestürzt hat. Also warum ist überhaupt irgendwas? Nun, zunächst mal ist die Antwort als Naturwissenschaftler natürlich immer die, darüber kann ich gar nichts wissen. Denn als Naturwissenschaftler betrachte ich die Dinge nur, die innerhalb des Universums stattfinden, materielle Konstituenten, also das, was ist, und das, was dafür zuständig ist, dass Dinge sich bewegen, also die Kraftgesetze, die mathematischen Naturgesetze. Sonst kann ich dazu eigentlich nichts wissen. Aber ich möchte eigentlich mehr wissen. Schon Kant hat in seiner Vorrede zur Kritik der reinen Vernunft von diesen Merkwürdigkeiten gesprochen, von diesen paradoxen Situationen, denen die Vernunft ausgesetzt ist, nämlich nach Fragen zu fragen und auch um Antworten zu bitten, von denen die Vernunft von vornherein weiß, dazu kann ich eigentlich gar nichts sagen. Es wird keine Empirie dafür geben, keine Erfahrung. Und doch möchte man zu gerne wissen, warum ist nicht nichts? Kosmologie ist eine Wissenschaft innerhalb der Physik, die genau diese Frage immer und immer wieder stellt. Auch wenn sie sich möglicherweise nur mit Einzelproblemen beschäftigt. Letztlich ist die Kosmologie sozusagen die Fortsetzung der Philosophie mit anderen Mitteln, ist experimentelle Philosophie, wenn sie danach Ausschau hält, herauszufinden, warum überhaupt irgendetwas ist. Aber Kosmologie ist eben nur Innenarchitektur des Kosmos. Wir können nicht wissen, was dazu geführt hat, dass dieses Universum sich in seine Existenz hineingestürzt hat. Also was bleibt dann von dieser Frage? Naturwissenschaftlich lässt sich ein außerordentlich interessanter Weg gehen von der Frage, warum ist nicht nichts, zurück zum Anfang des Universums. Denn diese Frage kann ja nur dann gestellt werden, wenn schon etwas ist. Das ist eigentlich eine idiotische Frage. Dass etwas Seiendes danach fragt, warum es etwas Nichtseiendes nicht gibt. Nichtseiendes kann ja nicht sein, denn in dem Moment, wo es danach gefragt wird, ist es gewissermaßen schon da. Das Sein allerdings selbst braucht etwas, aus dem es heraus entsprungen ist. Eine ganz alte philosophische Frage, die schon von Parmenides aufgeworfen worden ist. Kann aus nichts etwas werden? Von nichts kommt nichts. Also machen wir es mal andersrum und gehen von uns zurück, uns den Fragestellern zurück und lassen die kosmologische Uhr einfach zurücklaufen. Vielleicht erfahren wir dann mehr. Nun die Frage, warum ist nicht nichts, kann nur gestellt werden von einem Lebewesen, was über die entsprechenden intelligenten oder sagen wir mal intellektuellen Fähigkeiten verfügt, tatsächlich diese Frage auch stellen zu können. Mit anderen Worten, es bedarf einer neurologischen, also einer Gehirnentwicklung. Das Gehirn ist aber offenbar auch nicht etwas, was schlagartig auf die Welt gekommen ist, sondern sich langsam entwickelt hat. Da kommen wir also nicht weiter. Machen wir es andersrum. Fragen wir danach, aus was besteht denn das Gehirn, das da denkt? Nun, es besteht aus Elementen. Aus chemischen Elementen. Wir können uns das Periodensystem der Elemente anschauen, stellen fest, aha, ein denkendes Gehirn, beziehungsweise viele denkende Gehirne, haben inzwischen herausgefunden, es gibt eine Aneinanderreihung von chemischen Elementen und einige davon bauen uns auf. Kohlenstoff, Stickstoff, Sauerstoff und Wasserstoff. Aber
Was sagt uns das? Nun, diese Elemente müssen irgendwo herkommen. Und woher kommen die Elemente? Aus den Sternen. Die Frage, warum ist nicht nichts, kann also nur dann gestellt werden, wenn es bereits einen kosmischen Kreislauf gibt, der diese Materie, die sich dann später zu einem Gehirn zum Beispiel strukturiert, auch sozusagen anbietet, zur Verfügung stellt. Die Frage, warum ist nichts, erfordert also ein sich entwickelndes Universum, das am Ende, zumindest an einer Stelle, ein denkendes Wesen hervorbringt. Und das geht aber noch weiter. Ja, wie entstehen denn die Elemente in den Sternen? Nun, sie entstehen, weil leichte Elemente miteinander verschmelzen. Warum passiert das? Weil diese Welt letztlich eine quantenmechanische Grundstruktur hat. Denn deswegen, nur weil diese quantenmechanischen Regeln funktionieren, gelingt es überhaupt, dass zwei positive Ladungen, nämlich zwei Protonen, die sich eigentlich abstoßen, im Innern eines Sterns unter enormem Druck, ich gebe zu, relativ ineffizient, aber doch immerhin effizient genug, um uns am Leben zu halten, dass diese beiden Protonen miteinander verschmelzen können. Die Frage, warum ist nicht nichts, bedeutet also nicht nur Entwicklung im Kosmos, sondern bedeutet gleichzeitig die Existenz von unwandelbaren Naturgesetzen, die an jeder Stelle zu jeder Zeit im Kosmos funktionieren müssen. Denn nur dann gelingt es überhaupt, dass an mindestens einer Stelle im Kosmos ein Lebewesen überhaupt existieren kann, sich hat überhaupt entwickeln können. Verstehen Sie die Zusammenhänge? Die grundlegenden Naturgesetze im Universum sind unbedingte Voraussetzungen dafür, dass es überhaupt ein Lebewesen geben kann, das dann auch noch die Frage stellen kann, warum ist nicht nichts? Bis hierhin haben wir sozusagen als reine Physiker argumentiert. Wie Gottfried Wilhelm Leibniz es mal geschrieben hat, bis hierher haben wir nur als einfache Physiker geredet. Nun ist es aber Zeit, sich zur Metaphysik zu erheben, indem wir uns des gewaltigen, wenngleich gemeinhin wenig angewandten Prinzips bedienen, wonach nichts ohne zureichenden Grund geschieht. Das heißt, sich nichts ereignet, ohne dass es dem, der die Dinge hinlänglich erkennte, möglich wäre, einen Grund anzugeben, der genügte, um zu bestimmen, warum es so ist und nicht anders. Ist dieses Prinzip einmal angenommen, so wird die erste Frage, die man mit Recht stellen darf, die sein, warum es eher etwas als nichts gibt. Denn das Nichts ist doch einfacher und leichter als das Etwas. Nimmt man weiterhin an, dass Dinge existieren mussten, so muss man Rechenschaft davon ablegen können, warum sie so und nicht anders existieren müssen. Also, meine Vorrede war im Grunde genommen nur der Weg dahin, dass wir uns immer näher und näher und näher an den Grund herandenken können, der dazu geführt hat, dass das Universum sich überhaupt in seine Existenz geworfen hat. Und dieser Grund muss nach Meinung der Naturwissenschaftler und hier insbesondere der theoretischen Physiker ein quantenmechanischer Grund sein. Da das Universum sich offenbar aus einem hochgradig einfachen, weil völlig symmetrischen, damit völlig gleichmäßigen, völlig homogenen, völlig isotropen Zustand heraus entwickelt hat, muss der Grund für das Dasein des Universums in etwas liegen, das wir heute gar nicht mehr kennen können, weil es das überhaupt nicht mehr gibt. Wir sind in einem Universum, das so mannigfaltig ist heutzutage, dass wir überhaupt nicht mehr auch nur im Innersten erahnen können, was denn der Anfang von allem gewesen sein kann. Da gibt es sozusagen nur die ewigen, ehernen mathematischen Gesetze, aus denen möglicherweise sich herausdestillieren lässt, was denn der Grund gewesen sein könnte, dass etwas ist und nicht nichts. Das Nichts des Anfangs, von diesem hochsymmetrischen, hochhomogenen, im Grunde genommen unter uns gesagt, höchst langweiligen Zustand, weil überhaupt nichts da war, was sich voneinander unterschied, dieser Grund muss in etwas stecken, was zu den fundamentalsten Eigenschaften des Universums überhaupt gehört. Das heißt, der Anfang von allem muss vor dem was stehen, was wir heute als alles, also das Universum, erkennen. Und auch hier wieder ist es die Quantenmechanik, die uns sozusagen die Vorgaben gibt, wie das Universum entstanden sein muss. Es muss
im Anfang eine Schwankung gegeben haben. Wenn alles gleich war, also stellen Sie sich einen völlig geraden Strich vor, der überall gleich ist, dann gibt es keinen Unterschied, gar keinen. Es muss am Anfang eine winzige Abweichung von diesem sozusagen ja, völlig symmetrischen, völlig gleichmäßigen Zustand gegeben haben. Solche Schwankungen, solche Unterschiedlichkeiten, solche Profilierungen, dass nämlich etwas anders ist als das, was um es herum ist, das muss der Anfang gewesen sein von allem. Das muss so weit gegangen sein, dass dieses Etwas, was da war, offenbar einen erheblichen Vorteil hatte, darin zu existieren. Und es muss ein Nachteil für dieses Etwas gewesen sein, nicht zu existieren. Es muss also im Universum, in unserem Universum am Anfang bereits so etwas wie ein Selektionsmechanismus gegeben haben. Und dieser Selektionsmechanismus muss so gewesen sein, dass etwas übrig geblieben ist und nicht alles gleich wieder verschwunden ist. Die Symmetrie muss gebrochen worden sein. Wenn ich sage gebrochen worden, dann hört sich das schon wieder so an, als ob da jemand dabei gewesen ist, der sozusagen die Symmetrie gebrochen hat. So kann es nicht gewesen sein, denn es gab noch nichts außer dem, was da gerade passierte. Es gab keinen Beobachter, es gab kein Gehirn, es gab nichts. Es gab nur Naturgesetze, deren Wechselwirkung untereinander dazu geführt hat, dass nicht nichts ist. Und diese vier Fundamentalgesetze, die sind uns bekannt. Die spüren wir heute im gesamten Kosmos. Die Auswirkungen der Gravitation, der elektromagnetischen Wechselwirkung, der schwachen Kernkraft und der starken Kernkraft. Diese vier Spieler sind es, die am Universumstisch sitzen und pokern. Ja? Mal gewinnt der eine, mal gewinnt der andere. Letztlich scheint immer die Gravitation gewonnen zu haben, denn die Strukturen im Kosmos, nämlich unter anderem die Galaxien, die Sterne und damit natürlich letztendlich auch die Planeten, die um einige Sterne herumreisen, ja, sind Strukturen, die dadurch entstanden sind, dass Gravitation so schwach ist. Deswegen sind nämlich Sterne so groß und deswegen leben Sterne so lang. Und deswegen, weil die Gravitation so schwach ist, die elektromagnetische Wechselwirkung so stark ist, die starke Kernkraft noch stärker als die elektromagnetische. Nur deshalb ist es überhaupt möglich, dass Lebewesen existieren, die die Frage stellen können, warum ist nicht nichts? Also letztlich schließt sich bei einem denkenden, reflektierenden und liebevollen Lebewesen, nämlich Liebe zur Existenz, der Kreis, wenn es die Frage stellt, warum ist nicht nichts? Ich habe das schon mal gesagt, diesen Aphorismus, aber weil es mein absoluter Liebling ist, beende ich die 200. Sendung wieder mit Vincent van Gogh. Man sollte Gott nicht nach dieser Welt beurteilen. Das war nur ein Versuch, der nicht gelungen ist. Aber es muss ein Meister sein, der solche Schnitzer macht.